So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Portal 2. Koop-Modus mit meinem guten Partner, oh Feindschiff. Hallo. Ich habe jetzt gerade gar keinen Countdown gemacht, wa? Fällt mir gerade ein. Nee, ist los. Ich habe aber zufällig in einer genau richtigen Sekunde aufgenommen. Du hast das Piepen im Hintergrund gehört, meiner Uhr. Das außerdem. Habe ich gehofft, zumindest. Du bist der Knaller. So, was passiert, wenn du darauf drückst? Kacke, ich hab Skype im Hintergrund an. Ich auch. Also, achso, ich hab's aber auch gar nicht stumm gestalten. Scheiße. Ich nicht, ja, es ist. Okay, bei dir ist ein Dings runtergefallen. Kugel. Kannst du die Kugel. Du glaubst, du hast die Kugel so. Ja, ich weiß schon, ich genau, ich sehe es gerade. Ja, ich muss schauen, was ich damit machen soll. Tja. Das kann ich dir leider nicht sagen. Aber kriegst du erstmal. Achso, guck mal, du musst ja auch da was drauf machen wahrscheinlich. Ja, ich weiß. Das, so weit bin ich dann auch schon. Echt? Ich weiß nicht, du warst noch nicht so weit. Deswegen. Wupp. Oh. Aber das Spielchen können wir noch 5-mal machen. Stell dich doch drunter. 5-mal machen. Was hast denn du diesmal für ein Design? Nun wieder über dich rüber. Oh, jetzt hast du es. Also ich kann nämlich nicht hier weiter. Ich habe ja hier bei mir so ein komisches Porno-Netz. Ich habe hier auch einen Grill. Ach, da hast du es. Also musst du es wahrscheinlich jetzt wieder zu mir rüber machen. Ich weiß es. Du musst dann da durch und dann deine Portale so setzen. Und dann muss ich dann schnell dahin laden so, und dann wieder auffangen. Und wie wird es? Okay, jetzt ist wieder eine Timing-Sache. Okay. Ach so. Du weißt ja, GLaDOS, Definition von Würfel, also wieder da. Gut, okay, alles klar, jetzt muss ich auch schnell sein, sehe ich gerade. Okay. Ja, beide müssen schnell sein. You are ready? Ich mach einfach. Ich bin rettig. Rettig, ja. Und da kommt er, da kommt er. Hab ihn. Super. Ja, das war jetzt irgendwie noch die Einwerbung, wa? Für den Part. Das passt ja ganz gut. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Ihr habt euch ja Zeit gelassen. Wieso bin ich nur auf der Seite diesmal? Das hab ich dich auch gerade gefragt. Alles in Ordnung. Hä? Was war denn das eben? Ein bisschen gebebt hier, ein bisschen rumgedrückt. Ja, dein Look sieht gut aus. Achso, ich übrigens genau, fällt mir gerade ein. Ja. Ach, jetzt brauchst du auch nicht mehr machen. Die Taste noch einstellen, das ist wieder, dass ich deinen Bildschirm habe. Ich hab. Ach, ist doch Wurst. Nee, ist ganz gut. Die Leute können sich einfach meine Parts ansehen. Ja, können auch wenn sie die Parts. Achso, das könnte ich ja jetzt mal ansagen. Genau, ich hab Scheiße gebaut bei der Aufnahme und baue sie jetzt weiterhin, weil ich hab jetzt irgendwie keine Lust, das jetzt noch mit. noch eine ordentliche Einstellung jetzt für die letzten 5 Tests zu finden. Und ja, deswegen ist meine Stimme bei meinen Parts fast nicht drauf. Also sie ist sehr, sehr leise. Und deswegen werde ich meine Parts als nicht gelistet hochladen und ihr findet dann immer die Parts hier in der Videobeschreibung von Elite Ness. Jo. Auf jeden Fall, dass ihr meine Perspektive sehen wollt. So, du gehst vor. Mhm. Okay. Wow! Ach. Ist der Stampfer. Ein frühes, primitives Werk. Ich schäme mich fast ein wenig. Aber es kann euch immerhin zerstampfen. Wundervoll, oder? Also ganz ehrlich, ich muss dir jetzt so sagen, ich vertraue dir langsam nicht mehr hier. Mir? Ja. Wieso? Ich darf vorgehen und habe gerade noch nicht mal dran gedacht, dass du mir hättest was Böses damit antun können. Und wurde bitter enttäuscht. So, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier mache. Nee, ich muss hier stehen bleiben wahrscheinlich. Ja. Kannst du da reinlenken? Nee, kannst du nicht. Du kannst dich nach oben lenken, oder? Nee. Ach so, genau. Ich kann ihn aber da reinlenken. Genau. Okay, so. Dann fährt da das Ding hoch und was passiert hier? Ach so, dahin muss es auch. Ah, dann geht da das Ding aus. Ich weiß es. Setz mal bitte deine Portale. Oder setz deine, zu deine Portale einfach mal über meine rüber. Okay. So, und ich gehe jetzt nämlich da rein, denn da ist jetzt der Emanzipationsgrill weggegangen. Das wäre doch egal gewesen, wäre es angewiesen oder nicht. Für mich ja, aber hier drin ist was. Ach so, okay. Deswegen muss das. Und zwar das hier.
Ja, okay. Was würdest du damit machen? Erstmal komme ich raus. Weil jetzt muss ich meine wahrscheinlich anders setzen. Jetzt muss ich sie wahrscheinlich vielleicht dahin, oder? Ah, ich weiß es. Und zwar. Genau. Genau. Also, du musst. Das ist jetzt wieder eine Timing-Aufgabe. Und zwar. Ich check's gerade nicht, aber gut, dass du gerade das Denken übernimmst. Ja, das ist auch sehr schön. Schau mal, wenn das da reingeht. Nee, da ja. reingeht. Entschuldige. Ja. Fährt das Ding hoch. Ja, genau. Heißt, das Ding zeigt, du kannst es aber nicht zeigen lassen, wenn du nicht den Würfel in der Hand hältst. Genau. Darf er nicht. Also müssen wir den Würfel in den Strahl geben. Also du machst jetzt den Würfel in den Strahl, schaust in die Richtung, lässt den Würfel los, gehst aus dem Strahl raus. Meinst du den Strahl jetzt hier oder was? Genau, den Strahl. Dann gehen wir beide schnell hier hin. Und durch diesen Strahl wird der Würfel quasi angehalten und fährt die Plattform hoch. Durch meine Lichtwand. Now okay. You're thinking with portals, mein Freund. Ich geh schon mal hier hin. Du bist jetzt der Typ, der sich beeilen muss. Warte. Jetzt muss ich gerade nochmal nachdenken. Du gehst da rein. Ja, aber mit dem Würfel geht doch nicht. Und dann? Doch, mit dem Würfel geht. Du kannst mit dem Würfel. Ach, jetzt versteht. Und jetzt schau mal, du machst, dass der Würfel in die Richtung zeigt. So, dass du er da ist, da rein zeigt. Ja, ich hab vergessen, du kannst ja da auch einen Portal. Also, ich kann ja da einen Portal. Ich muss ja noch eins machen, wa? Hier. Genau, du musst jetzt das. Da eins und da eins. Ach, lass es doch da sein. Ist mir doch wurscht. Genau. Jetzt. Der Würfel zeigt in die falsche Richtung, oder? Da dann. Da eins und da eins. Da oben? Stimmt, genau, daneben, richtig. Daneben, da. So, seh's, kommt hier der Laser ran. So? Nein, seh's. Komm mal raus. Ah, ich seh's hier von der Seite nicht. Schau mal, da direkt. Ah, ja, ich seh's. Reingekachelte Fläche ist. Gut, okay. Sonst kommt er halt dann nicht an den Laser ran. Okay. So. Oh Mann, ich will. Ich bin so ein Trottel. Ich will aber immer. Noch Portal da drauf. Moment, gleich. In der Hoffnung, dass es geht. Komm immer auf die Taste, will mal rennen. Shift? Nee, das ist hier was anderes. Ja, ich weiß. Scheiße. Sei froh, dass es nicht Team Fortress ist, da ist Shift gehen. Standardmäßig. Das heißt, du willst rennen und läufst extra lahmarschig. Oh Gott! Nee, du musst das machen, denn der Aufzug fährt hoch, der kommt ja nicht wieder runter. Du musst schon vorher den Würfel in die Richtung zeigen lassen. Wenn du in den Strahl gehst, dann rausrennen und schnell zu mir kommen auf den Aufzug. Raus. Ach so, alles klar, das reicht aus, stimmt ja. Das reicht ja aus. Ups, oh Scheiße. Komm. Ich komme schon. Du hast in die falsche Richtung zeigen lassen. Nein, hab ich nicht. Ach da, doch. Nein, hab ich nicht. Doch, hast Scheiße. Du, ich hab's ja gesehen. Den Würfel runter. Was soll das jetzt bringen, was du da machst? Ich weiß es nicht. Ich hab ihn aber eigentlich in die Richtung. Naja, gut, okay, kann sein. Du musst ihn in einer anderen Richtung zeigen lassen. Du musst ihn so zeigen lassen, dass er hier hin zeigt. Na, hab ich doch gemacht. Nein, ich muss mich zur anderen Seite drehen, glaube ich denn. Echt? Keine Ahnung. Ja, deswegen. Okay. Ja. Ich hab ja in die Richtung gemacht. Na, das glaub ich dir einfach nicht. Ich hab ja die Beweisaufnahme. Ich habe kein Eiern. Okay, ah. Genau. Gut, weiter zum nächsten Testkunstwerk. Lasst es auf euch wirken, interagiert, als wolltet ihr es lösen. Wäre das in der Zukunft noch von Interesse, was es nicht ist. Genau, wie viele tausend Jahre sind wir jetzt angeblich in der Zukunft? Ich weiß es nicht mehr, hat sie gesagt, ja, ne? Hat sie gesagt, ganz am Anfang von Test 1. Das könnt ihr auch im letzten Part alle nachgucken, aber für uns ist der ja schon eine halbe Woche her. Stimmt. Stimmt. Ich bin mal gespannt. Du weißt es ja schon, was storytechnisch passiert. Ich weiß es schon. Ich noch nicht. Ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich habe es noch nicht mal irgendwo spoilerisch gelesen, weil ich ja noch die Beschreibung für Porte 2 und so mache. Diese Kammer soll verdeutlichen, dass sich durch eine künstliche Sicherheitsethik keine Erkenntnisse gewinnen lassen. Ja. Sehen, was ich meine. Ja, ich mag diese Dinger. Ich glaube, das war ein Fehler, oder? Nö, du kannst zurück. Hier ist. Ja, es bringt uns nichts. Wir brauchen auf jeden Fall einen Wurf. Ah!
Du bist aber auch tot, mein Freund. Gewöhnlich widerstrebt es mir, wenn persönliche Interpretationen in das künstlerische Werk einfließen. Aber deine Interpretation eines nicht säurefesten Testsubjekts war wundervoll. Geil. So, wo könnte ich hier ein Portal nach außen machen? Wenn's. Ach, hier. Da, das muss weg. Das muss weg. Also musst du wahrscheinlich da hinten noch ran. Moment, ich weiß nicht, ob ich da auch dran kann oder du erst noch was anderes machen musst. Da hinten komme ich nicht ran. Da oben ist eine Plattform, was du dem Portal erstellen kannst. Ja, aber wie soll ich da. Da kann ich nichts erstellen, weil ich komme da einfach nicht hin. Ja, du musst von da aus irgendwie da ran. Ich komme mal. Ah, Moment, ich habe eine Idee. So, jetzt bin ich hier. Und was bringt mir das jetzt? Herzlich wenig. Nee, ich glaube, du musst. Guck mal, da oben ist eine Platte. Du musst dich irgendwie. Ja, aber wie? Ich muss dir wahrscheinlich. Da hinten ist ja noch was. Ja, okay. Hab ich doch gerade gesagt. Ich muss sterben. Ich muss. Was denn? Das ist schnell, um am Anfang wieder zu kommen. Ja, natürlich. Alles in Ordnung. Ein Abenteuerspielplatz im wahrsten Sinne des Wortes. Die Säuregruben sind mit echter Säure gefüllt. Echt? Scheiße! Ich das gewusst hätte. Ah, okay. Und ich muss dir wahrscheinlich die Portale machen. Warte mal, ich komme gleich. So, wie komme ich denn wieder zurück? Das ist auch nicht gut, warte mal. Ich dachte, ich muss hier ein Portal machen und auf der anderen Seite, damit du durchfliegen kannst. Aber. Ich weiß nicht mehr, wie ich das hier machen soll, weil. Na, ich komm mal mitgucken. Ich glaube, hier brauche ich auch jemand. Ja, hier brauche ich jemand zweites. Hm? Okay. Schau mal, hier hinten. Du weißt, was das heißt. Ja. Okay. Warte, bleib mal da stehen. Ich such. Ach Gott, ich sehe es gerade gar nicht. So. Okay. Und dann? Naja, mach mal. Das bringt dir ja nichts. Du hättest deine Portale vorher errichten sollen. Bringt mir doch auch nichts, wenn ich durch den Emanzipationsgriff fliege. Stimmt, warte. Stimmt, scheiße. Aber vielleicht muss ich das. Nee, ich kann das nicht machen in der Zeit, niemals. Nee, dafür ist die Zeit wirklich dann zu knapp. Ich weiß, wie es vielleicht gehen könnte. Ich setze dann mein Portal, dass ich hier, also dass ich mein blaues dann unter mich setze irgendwann mal. Hier drinnen und dann? Genau, du lässt. Und dann machst du es selber. Das geht nicht. Ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Moment mal, warte mal kurz. Ich glaube, ich weiß es. Ja, und denn? Wie wird sich da wieder rauskriegen? So. Ach so, dass nur ein Schwung ausreicht. Alles klar, gut, okay, dann gehe ich raus. Dann brauchst du mich gar nicht. Ich versuche, ob es geht. Ich weiß es ja noch. Ja, das geht, glaube ich. Das wird schon ausreichen, schätze ich mal. Ja, reicht raus. Okay. Ich klatsch gegen die Wand. Da es sich hier um Kunst und nicht um einen Test handelt, gibt es keine wirkliche Lösung. Aber gäbe es eine, wäre das nicht der beste Ansatz. Aber irgendwas haut immer noch nicht hin mit den Denken. Was denn? Ich kann das zweite Portal ja nicht errichten. Ich nicht? Na doch, ne, warte mal. Nee. Oh, müsste ich das da irgendwo machen? Nee. Moment, ich glaube, ich setze ein Portal. Ich muss Portale setzen, dass du die errichten kannst, oder? Ja, gib mir mal erstmal Portal, richtig. Ich muss da. Genau, rüber. Jetzt kann ich nämlich rüber. So Portale setzen und jetzt kannst du da eins errichten. Jemand durch mein Portal? Ja, genau. Gut, genau. Ja, genau. Habe ich das andere gut gemacht? Guck mal nochmal nach. Sieht gut aus. Alles klar. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ja, genau. So ist gut. Genau, so funktioniert's. Na, hoffe ich mal, dass es funktioniert. Jetzt schon? Ja. Also manchmal kommt mir das so schnell vor. Okay, wir haben einen Test geschafft zumindest. Genau. Das ist ja echt strange, wa? Wie gesagt, okay. Tests nehmen langsam im Schwierigkeitslevel echt zu. Okay, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gibt's immer noch weiter Action, wa? Jo, ciao, ciao. Ciao.
Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.